Star Wars time. Ladies and gentlemen, welcome to Star Wars Show. Yeah. Also ich begrüße euch als Captain Rex hier bei der Star Wars Show. Ja. Ich will hoffen, ihr habt mich verstanden. Welcome to the Star Wars Show. Ich mach mal den Helm aus. Euer Captain Rex meldet sich zum Rapport. Ich habe den heiligen J.J. Abrams ans Fenster. Ja. Am Fenster, meine sehr verehrten Damen und Herren, da hängt er. Und der Weihnachtsbaum hängt auch schon. Wir haben heute, sage und schreibe, den 14.09.2017. Warum? Warum? Ja, warum haben wir das gemacht? Beziehungsweise warum ich das gemacht? Ich habe einen Riesentannenbaum von 1,40 m mal 2,40 m im Schaufenster. Dahinter eine weihnachtliche, ein weihnachtliches Lichtspiel mit Laser. Und oben, ganz oben, J.J. Abrams, der heilige J.J. Abrams, der Star Wars Erfinder von Episode 7, den Oberknaller mit Snoke, mit BBA und Rey und Kylo Ren und den Finn und Dopeveron und Star Wars. Genau, J.J. Abrams, der heilige Gral, der jetzt Episode 9 machen wird, wo kein Stormtrooper mehr zu sehen ist, wo kein, egal, die neue Ordnung, den neuen Helm habe ich leider nicht, der neuen Ordnung kostet also dementsprechend, weil diese gibt es ja günstig. Von Poe Dameron den Helm würde es geben für 159,95, aber wenn ich schon einen habe, reicht, dann brauche ich mir noch einen. Kylo Ren haben wir ja auch als Helm. Aber wie gesagt, das Schaufenster ist voll. Das Schaufenster glänzt mit Star Wars, den heiligen J.J. Abrams. Ja, Ladies and Gentlemen, wir sind hier in Deutschland, wir sind hier in Europa und da ist Star Wars nicht so angesagt. Aber ich habe ja im Auftrag den Stormtrooper, den Death Stormtrooper in Auftrag. Der ist gemacht, der ist fertig, den zeige ich euch bald. Ich habe gerade via SMS bekommen, er ist fertig, es fehlt nicht mehr viel, weil ich hatte wirklich keine Zeit und ihr merkt, ich trage ja auch Brille und ich müsste mit Lupe arbeiten, um solche Sachen filigran zusammen zu bekommen. Ich habe ihn, wie gesagt, machen lassen, ist wunderbar zusammengesteckt worden. Ich meine, Chinesisch kann ich auch nicht, Japanisch auch nicht, aber egal. In guten Händen gegeben, wirklich in sehr guten Händen und die Figur ist bald fertig. Also, wenn ich weiterhin so gut unterstützt werde, werde ich natürlich andere auch besorgen, die dann auch in filigrane Hände fertig gemacht werden. Welche? Welche? Ja, okay, ich hänge eben weg. Also hier die hier zum Selbstbauen von Bandai. Hier von Bandai sind hier fertig. Ne? Ja, so sind fertig von Bandai. Auch mit Händen kann man auch wunderbar bearbeiten. Ihn hier auch. Das ist hier einmal der Sci-Fi Guards von Rogue One. Und dann hier auch von Rogue One ein Cyber Combat Assault Tank Commander. Das ist der Score Trooper. Das ist der Combat Assault Tank Commander. Und dann kommt natürlich der Death Trooper, ne? Von Rogue One. Und dann habe ich den auch. Die bleiben eingepackt. Der Death ist gebastelt. Ist ein 1,12er Scarif, also könnte man mit arbeiten, macht also viel Spaß. Sci-Fi Guards hier sehen dann so aus. Komm mal ran hier. So. Und wenn ihr hier schaut, werden die ja gerade gebaut. Also mir gefallen die schon, muss ich sagen. Vielleicht sammle ich ja doch, vielleicht sammle ich sowas Exotisches. Genau. Vielleicht sammle ich sowas Exotisches, weil für Kinder, naja, für Kinder wollte ich hier nichts anbieten, werde ich auch nichts anbieten. Und den sogenannten Mainstream möchte ich auch nicht anbieten. Den werde ich auch nicht ins Fenster, auch nicht ins Schaufenster packen. Nein, werde ich nicht. Ich hätte hier zuschlagen können, Snoke hätte man kaufen können. Und so. Aber den Snoke finde ich gar nicht mal so toll. Mal schauen. Wie gesagt, ich hätte gerne so Sachen von anderen Firmen, also nicht Hasbro, eher Bandai, und wenn es noch andere Firmen gibt, dann versuchen die zu bekommen. Nicht so einfach, weil Amerika. Ja, jetzt haben wir den heiligen J.J. Abrams, den heiligen Gral, den Erfinder von Star Wars New Star... haut mich nicht.
ich nehme lieber mein Sicherheitshelm hier, bevor ich da über JJ rede. Ach, JJ Abrams, meine sehr verehrten Damen und Herren. Übrigens, ich freue mich total recht herzlich, dass euch diese Videoclips von uns gefallen und dass auch ihr die bei euch mit aufnehmt auf eure Seiten. Dürft ihr ja auch, dafür sind sie ja auch gemacht. Wir lieben Star Wars, wir mögen Star Wars. Wir sind nur keine Fans in dem Sinne, sondern wenn man über 30 Jahre, habe ich schon mal erwähnt, involviert und 10 Jahre, also fast 40 Jahre involviert und ihr merkt, man kommt da nicht raus. Und wenn die Kunden so reinkommen, sind sie Star Wars Fan. Also irgendwann komme ich mit dem Helm da, darf es noch ein Star Wars mehr sein oder so. Vielleicht besorge ich mir auch die komplette Kluft. Aber wenn ich das mache, dann nur für diese laufende Kamera, nicht real. Ihr müsst ab sofort unterscheiden. Ich habe heute am 14.09.2017 den riesengroßen Weihnachtsbaum von 240x140 als Geschenkebox. Die Fotos habe ich gezeigt bei den Verrückten und bei den 100% Star Wars Begeisterten. Die konnten sich das anschauen, habe ich auch per E-Mail verschickt. Habe auch den heiligen JJ Abrams da oben ganz groß aufgehängt und habe auch Sideshow-Figuren dazugestellt, um auch die großen von Pacific, Jack Pacifics, großen 1,20 Meter, 75 dahingestellt, neben den großen Tannenbaum. Das wird sich alles noch ändern, das Weihnachtliche wird dann hier nach innen gemacht und außen wird dann, also riesengroß, dann halt nur Vorhänge, weihnachtliche Vorhänge mit Laser und diese ganzen Strahler, wird da wohl was gemacht, weil die Dunkelheit kommt. Es war heute ein Test, wir hatten schlechtes Wetter hier, wir hatten, wie gesagt, sehr schweren Regen, Sturm und so, hattet ihr auch, glaube ich, also einige, nicht alle, und gestern war das Wetter noch okay, aber wie gesagt, sah sehr, sehr toll aus, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann kam auch eine Dame rein. Soll ich Ihnen jetzt schon mal fröhliche Weihnachten wünschen? Sag ich, danke. Kein Scherz, ab heute Abend in Ratingen, Kölner Straße, beim Blumenparadies Schlei. Ihr werdet es nicht glauben, ist aber so. Es läuft gerade, es läuft wirklich gerade. Ich darf leider nicht zeigen, ich darf nicht filmen. Weihnachten dort und es macht so viel Spaß. Am Samstag versuche ich so heimlich ein paar Fotos, ein paar Filmchen zu machen. Samstag werde ich auf diesem weihnachtlichen Markt wieder sein. Man geht da rein, 2000 Quadratmeter. Rechts kann man wunderbar essen, lecker Schmach, herrlich, leckeren Kakao. Und ah, ich freue mich wirklich, ich freue mich jetzt schon drauf. Ah, ne? Und dann da durch. So, und wenn dann so der Oktober kommt, dann macht der nächste Schleiladen oben in Mülheim, Heisingen. Am Mülheimer Flughafen macht er das dann auch richtig schön, wenn man dann abends da rein. So, und dann einen Monat später macht es Bochum Wattenscheid. Warum erzähle ich das? Ganz einfach. Ich mache mir das anders. Ich mache mir dieses Star Wars mache ich mir ganz anders. Ich weihnachtlich, weil Star Wars ist momentan Weihnachten. Star Wars 9, dank dem heiligen JJ Abrams, kommt es ja auch wieder Weihnachten. So, und die Eisheiligen und die alle da, ne, Frozen 2 und die anderen Sachen werden alle nach hinten geschoben, die kommen dann auf den Termin von Star Wars. Ist eben so, hat sich so ergeben. Meine persönliche Meinung, der heilige Abrams, der JJ Abrams, das passt ja auch, JJ Abrams, ne? Der soll mit seinem roten Roboter da, Red Robert, da rumkommen und dann von mir aus aufmachen. Disney sollte auch so ein Highlight machen, so ein Star Wars Highlight, so ein richtig Kabaum, so. Also Star Wars müsste mal so wie so richtig brumm, ne? Star Wars sollte mal so wieder so richtig nach vorne klatschen, wie wir so mit einem sogenannten Wow-Effekt. Ja, ich weiß. Euphorie, 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 die bleibt auch. Die Frage lautet nur, ob E8 so gut wird, wie wir uns glauben. Denn in diesem Casino, was in Dubrovnik gedreht wurde, diese Casino-Szene da mit diesen ganz Reichen, mit den Verfolgungsjagden da, ob das da alles so sein sollte, wie es ist. Und dann erstmal die Anfangssequenz, wie sie da und so weiter. So eine Sache, nun ja, ja, schauen wir mal. Dann Kylo Ren und dann, wie gesagt, Captain Future mittlerweile, die alte Blechbüchse, die da versucht, auch wieder Unfrieden zu machen da. Ihr wisst schon, die, ne? Ach, herrlich. Ich lass mich überraschen. Ihr merkt, ich war euphorisch wegen JJ. Ach, den heiligen JJ Abrams. Ach, Wahnsinn. Ach, ja, genau.
Es könnte sein, dass die Figur gerade soeben fertig ist, denn das wollte man mir nämlich bei der laufenden Filmaufnahme mitteilen. Und ich wette mit euch, das wird auch so gewesen sein, dass der Death Trooper jetzt fertig, genau jetzt in diesem Augenblick fertig. Und ich freue mich schon, wenn er hier steht. Und ich freue mich auf Weihnachten. Ich freue mich auf Star Wars. Ich freue mich so sehr auf Star Wars. Ich bin zwar kein Star Wars Verrückter, aber ich hätte vielleicht Bock drauf. Ich gehöre auch zu den Star Wars Verrückten, bin aber in Wirklichkeit einer der 100% Star Wars Begeisterten. So, ich verschwinde jetzt, wie ich gekommen bin, als Trooper. Drück auf den heiligen Knopf, damit es lauter wird. Euer Captain Rex meldet sich zum Report. E8, E9, Star Wars.